Und willkommen zu Offen, meine Schwester Matze. Okay, heute eine Runde. Wie enorm. Ich frage mich, ob er diesen Monat einen Nerf kriegt. Also, wenn das wieder kommt, ist das einmal passiert oder nicht. So langsam müsste er eigentlich mal einen kriegen. Ja, ist einfach so drüber. Deswegen nehmen wir ihn heute auch. Wenn wir ihn schon haben. Ich hatte ihn nicht so oft genommen, ehrlich gesagt. Ich lieg meist lieber Heinugane tatsächlich. Auch wenn er deutlich weniger drauf hat. Aber wenn ich ihn noch haben, zum Fliegen ist auch lustig. Ich meine, er kann gefühlt einfach alles. Der hat Fernkampf, der hat Nahkampf. Er hat 3 Stackwaffen dabei. Verwandel kann ihn sofort aus dem Leben nehmen, wenn es gut läuft. Also bei mir klappt es meist nie aufgrund der Verbindung alleine. Immer liegen die auf das nicht so lang. Oder stell es so manchmal mit Spiel Kacke an. Das kann natürlich auch sein. Aber die meisten stehen halt schnell auf als man selber. Das merkt man vor allem, wenn man dann gleichzeitig mit ihm umgeworfen wird. Ja, als Europäer haben wir irgendwie ein Handicap. Ich weiß nicht warum, aber hat man selten einen Vorteil in der Verbindung. Hin und wieder kommt es auch mal vor. So, einfach mal den Mugane beschießen. Den guten Schild. Oh, der Support, da kann ich jetzt schon leid tun. Das ist das Sabi. Na, ah, ich hab die Waffe überhitzt. Da hat wirklich keine Rolle mehr. Ja, für die Magnum. Ist schon lustig, dass seine Magnum ein bisschen weniger Schaden hat als die Magnum von den anderen Unicorns. Und es sind nur 300 Punkte und es macht einfach keinen Unterschied. Es ist irgendwie gefühlt egal. Zumal das nicht so ein bisschen mehr Erfolg hat als die meisten, glaube ich. Also unverwandelt. Zumindest der Panic ist ja unverwandelt im Nahkampf von den Stats her. Normal Unicorn könnte noch mehr haben. Ja gut, der Norn hat es ja sonst nicht. Der Norn. Der normale Benji. Okay, der Chassar, ich ignoriere den mal. Weil wenn der wegbrennt, komme ich die Söhne hinterher. Ah, der ist so lange unverwundbar. Ich dachte, der wird schon irgendwann mal wehren. Neben mir war schon wieder der Chassar. Und das ist das Highlight übrigens gegen mich. Das ist schon unmöglich, dass ich wieder 2 hab. Der ist fast tot, ne? Okay, den hätten wir. Oh, der hat mich getroffen. Sehr schön. Jetzt kommt noch der Support von den Gegnern rein. Das ist unglaublich. Aber wenn die ganzen Mates kommen jetzt so. So. Der kann einfach nichts mehr machen an dem Punkt eigentlich. Ja, also. Als Support hast du ja keinen Spaß gerade. Also wenn ich mit den Non-Boarding bin, da kann der schon nichts machen. Das sind noch 4 weitere. Der ist einfach ein Dauerstack. Deswegen kannst du irgendwie gefühlt gar nicht so viele nehmen eigentlich, Supporter bei 700. So, ich habe mich entschlossen, während ich Ewart müsste alles spawnen, kann ich schon in den Modus gehen. Und reparieren, weil der Timer läuft weiter. Die 30 Sekunden und dann kann ich in den grünen Modus gehen. Das nächste Geile ist bei denen im grünen Modus, da krieg ich keine Nachteile. Der Unicorn und der Phoenix schon. So, wir haben schon noch 8 Sekunden auf der Uhr. Ne, ich fliege ganz nur noch 6. Weil dem muss ich die ganze Zeit leben, wie man sieht. Und alle Waffen werden nachgeladen und ein positiver Effekt, den man immer wieder verkisst. Geht noch ein bisschen unter. Okay, die Pyramide sollte weg sein. Ja, da kommt noch ein Moonwand. Ich glaube, bei dem schon wieder zu kämpfen gehabt. Das ist schön, Stack rein. Ah, der hat er. Ah, mit Schock ging die durch. Leider bin ich selber fast tot. Das ist ein Fuck-Manöver-Armor. Okay, ich konnte umwerfen. Das wird nicht viel reichen. Außer für die Downschlag. Ist, glaube ich, der stärkste der Tonnen, würde ich mal stehen. Na, so knapp vorbei. Oh, gerade noch getroffen. Aber leider ist es ja weit weg. Ich glaube, bei Quarren funktioniert es allgemein besser mit dem Nahkampf. Ja, schon halt tot gemacht. Man hätte deutlich mehr machen können, also. Aber ich hab's einfach nicht hinbekommen. Hätten wir echt abschießen können sogar. Haben nicht den Eindruck, dass jetzt so gut dabei war. Aber okay, müssen wir kurz warten, Leute. Aber Supportstar kann man trotzdem machen. Aber mein Team hat es auch unter Kontrolle, glaube ich. Es leben nur noch 3. Bei mir nur noch 2. Da können wir eins spawnen helfen, weil wir jetzt sowieso gleich noch einer kann.
Das Spawn so weit weggefühlt. Der Schock kriegt den selben hier ab, den Supportschlag. Fliegen wir lieber nach unten. Ah, ich habe mich gefangen. War das ein Charge-Angriff oder was war das? Auf jeden Fall mein Schild getroffen, hat sie Schaden gemacht. So, schön den Heimgegangen wegstecken. Okay, Sasabi wieder. Und Sasabi habe ich es hier in der Runde. Ich weiß gar nicht, ob Sasabi einen mit dem Boesti oder dem Mungan denn. Er ist schon halt tot. Dieser Granatwerfer. Der ist so unfair. Beinahe so schnell nachgeladen auch. Mit 12 Sekunden, was der hat. Obwohl das eigentlich ein garantierter Stack ist. Zu früh! Es war zu früh! Aber egal, er ist tot. Okay, das Support wieder. Er kann wieder nichts machen. Na, ich kann jetzt auch schießen. Okay. Man könnte aber nur noch mal nachdenken, als Nerf vielleicht in den Modus den Fernkampf runternehmen. Ich meine, er hat ja jetzt drei Nahkampfwaffen noch dabei, drei Stackwaffen. Und wie gesagt, wenn man es richtig anstellt, kann man ihn eigentlich gefühlt sofort aus dem Leben nehmen, mit einem Angriffsschwung. Werde ich hier in der Runde nicht machen. Aber theoretisch geht's halt. Okay. Wir haben jetzt ziemlich weit repariert. Weil ich mir Schnackerschläge in den grünen Modus mache, kann ich nicht durchleben. Gut, der behält er nicht mehr aus als die anderen, aber. Das ist halt auch so eine Sache, weil die Unicorn bei den Phoenix. Die kriegen zwar 15% weniger Schaden, machen aber auch 30% weniger. Das ist dann irgendwo. Das lohnt sich dann irgendwie nicht so wirklich. So, da haben wir schön das Rabi gestackt, obwohl da ein Boost war. Der Granatwerfer, da ist es einfach. So, der Herfliegen ist auch gefährlich, man kann dann Konto fressen schnell. Oh, ich bin nach hinten geflogen. Oh, Schande getroffen. Okay. Sein Schild ist nicht lang genug. Ah, nein! Schlägt der Typ da rein. Okay, es sind drei Gegner. Das ist nicht gut. Einer ist gestärkt, einer ist von mir auf jeden Fall. Sasabi ist weggeflogen, aber das Stealth wird noch herumgeistern. Ja, Granatwerfer, ne? Garantiert das Deck. Ist einfach so böse. Ah, komm schon aufs Decken. So ein Dreck. So, aber da hat. Okay, hat er wohl zwei. Ah, nee, hat den Ex-Boost. Deswegen macht er mehrere Tackles. Na, ah, schade. Der hat einmal getackelt oder sogar viermal. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber hat er gar nicht so schlecht gemacht, tatsächlich. Vor allem aber dann einen Magnus-Schuss, ne? Hat sich hier neun gezogen. Das ist krank, also da scheint keine Beam-Verteidigung drin zu haben. Okay, was sind aber gut von? Mit den Punkten. Das ist safe gewonnen eigentlich an dem Punkt. Lieber bei D-Spawn dachte ich mir, es leben noch zwei Mates und. Man kann in 30 Sekunden nochmal sterben, das ist eine Sache, die ich vermeiden will. Er sei immer trotzdem komplett reinfliegen, das ist die Sache, die ich nicht ganz dachte. Wusste. Oh, schöner Treffer. Leider kein schöner Treffer. Das ist das ganze Gegnerteam. So, jetzt kommst du tragen, dass du viele Stackwaffen hat. Ich kann mich hier verteidigen. Und weil ich sie nicht ganz hinkriegen. Oh, schön mit dem Schild. Ah, oh, konnte mal ausweichen. Ich sag dir das, es hätte mit einem anderen Sub General nicht geklappt wahrscheinlich. Dass ich so wegfliegen kann, einfach dort ein Stack nach anderen raushauen. 150.000. Aber der Shazam, ne? 170! Da hat er mehr Schaden gemacht. Aber gar nicht an mir. Ich weiß gar nicht. Hat er immer meinen Supporter abgeformt? Aber der hat noch viel Nuhasco dafür. Da scheint er gemein oft den Charge gefangen gedrückt haben. Ich habe den Mungan übrigens Boys gegeben. Und trotzdem bin ich Erster, ne? Ist das nicht geil? Nur zwei Tote, 150.000 Schaden. Ich kann mich einfach nicht beschweren, ne? Okay, kriegen wir noch irgendwas? Oh, da ist eine Kiste sogar drin. Mittenteil. Egal, alles für die monatlichen Zeugs. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Lief doch hervorragend.